Hallo, in letzter Zeit konnten wir endlich so richtig schönes Frühlingswetter genießen und passend dazu hat die Jasmin vom Kanal Madame Tamtam einen Tag rausgesucht und zwar den Step into Spring Tag und sie hat mich letzte Woche schon gefragt, ob ich nicht auch Lust habe, diesen Tag zu machen und die Fragen dazu fand ich ziemlich cool und deswegen kommt heute auch meine Version von diesem Tag online. Ich verlinke euch ihr Video auf jeden Fall in der Infobox und dann starten wir mal mit der ersten Frage. Und die lautet, welche drei Farben verbindest du am meisten mit dem Frühling? Und ich finde, das sind auf jeden Fall ganz blumige Farben, also weil das halt eben ganz typisch für den Frühling ist. Und da habe ich jetzt mal so stellvertretend ein paar Sachen rausgesucht. Eine der drei Farben wäre auf jeden Fall so richtig schönes Sonnengelb wie dieses Kleid hier. Ich finde, das strahlt so richtig schön Frühlingslaune aus und läutet irgendwie die warme Jahreszeit ein. Ich finde, das passt auf jeden Fall sehr gut zu dem Frühling und deswegen wäre Gelb einer der drei Farben, die ich mit dem Frühling am meisten verbinde. Die nächste Farbe wäre Hellblau, finde ich, weil das erinnert irgendwie so an den blauen Himmel, den man nach den ganzen wolkenreichen Wintertagen irgendwie gar nicht mehr gesehen hat. Und ja, also Blau trage ich auch selber sehr, sehr gerne im Frühling, also eigentlich das ganze Jahr über, aber im Frühling irgendwie ganz besonders. Und deswegen wäre das auf jeden Fall die zweite Farbe, die ich mit dem Frühling am meisten verbinde. Und als letzte Farbe würde ich sagen Weiß, weil ich weiß nicht, das hat irgendwie so total was Reinliches an sich und was Frisches und ist auch irgendwie ganz gegensätzlich zum tristen, dunklen Winter. Und deswegen finde ich Weiß oder auch Beige sehr, sehr passend für den Frühling. Die nächste Frage lautet, welches Teil wandert im Frühling als erstes in deine Garderobe? Und das ist bei mir definitiv die Lederjacke, weil ich finde, das ist die perfekte Übergangsjacke. Also die ist so schön fest und robust, sodass sie auch bei kälteren Temperaturen gut wärmt. Die kann man dann auch gut schichten, wenn es dann noch ein bisschen frisch ist am Morgen oder am Abend mit einem Schal dazu kombinieren oder ja einfach über einen Pulli drüber anziehen und man ist good to go. Und ja, auf jeden Fall ist die Lederjacke ein Frühlingsstaple, weil im Sommer wird es dann wiederum zu kalt dafür und ja, deswegen ist es einfach im Frühling die beste Zeit für Lederjacken. Bei der nächsten Frage geht es um das Gegenteil und zwar, von welchem Teil verabschiedest du dich als erstes im Frühling? Und das wäre bei mir, abgesehen von der fetten Winterjacke, Stiefel. Also, obwohl ich Stiefel super gerne mag und diese ganz besonders im Winter sehr, sehr gerne getragen habe, bin ich super froh, endlich keine Stiefel mehr tragen zu müssen. Also Stiefel kann ich echt überhaupt nicht mehr sehen oder ich will halt einfach so ein bisschen Luft an die Füße lassen und würde am liebsten direkt Sandalen oder Birkenstock tragen oder so. Aber dafür ist es im Frühling ja doch so ein bisschen zu kalt und deswegen trage ich da gerne halboffene Schuhe, also wie zum Beispiel diese hier. Die habt ihr schon sehr, sehr oft bei mir gesehen. Und das sind jetzt welche mit Absatz sozusagen. Und ja, das ist so eine gute Kombination aus geschlossen und offen. Und zeigt halt einfach genug Fuß, dass es halt so ein bisschen frühlingshaft wird an den Füßen. Und deswegen trage ich solche Schuhe super, super gerne im Frühling, also in letzter Zeit. Und ja. Die nächste Frage lautet, welche sind deine liebsten Nude- und Knalllippenstifte? Auf der Nude-Seite wäre das, und wie kann es auch anders sein, mein allerliebster Lippenstift und zwar der Tom Ford Lip Color Shine Lippenstift in der Farbe Abandon. Aber da kratze ich auch nur noch so den letzten Rest aus, der da übrig ist. Das ist jedenfalls so ein peachiges Nude und ist sehr, sehr cremig auf den Lippen und ist einfach die perfekte Farbe für die ganze Jahreszeit eigentlich. Eine Alternative und ebenfalls ein Favorit wäre aber der Kiko Smart Lip Pencil in der Farbe 700. Den trage ich auch heute drauf. Das ist eine sehr ähnliche Farbe, ein bisschen dunkler vielleicht und einfach ein bisschen matter auf den Lippen. Also ja, typisch für Lip Pencil eigentlich. Ja, den finde ich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich noch einen Lipgloss in einem, naja, Semi-Nude-Ton. Ich finde nämlich, dass Lipglosse perfekt in den Frühling passen. Also im Winter trage ich eigentlich nie Lipglosse. Und die kann man dann aber im Frühling endlich wieder rausholen. Ich finde, das ist einfach so richtig schön frisch und passt halt in den Frühling. Und das ist jetzt von Dior, der Lipgloss in der Farbe Victoire. Das ist ein Peach, aber dann doch eher auf der frischeren Seite und ein bisschen mehr Farbe. Aber ja, ich würde es jetzt nicht knallig oder so nennen. So, bei den knalligen Lippenstiften würde ich da auf jeden Fall von NARS den Velvet Matte Lip Pencil in der Farbe Red Square nennen. Das ist so richtig schönes, knalliges Rot mit Orangestich und zwar im Matt. Und ich finde, knallige Farben sind im Matt einfach noch am allerbesten. Und matt ist auch der nächste Lippenstift in Knallfarben. Und zwar ist das von Chanel aus der Rouge Allure Velvet Reihe die Farbe La Romanesque.
Das ist so ein, ja, im Lippenstift sieht es sehr, sehr lila-mäßig aus, aber auf den Lippen aufgetragen ist es so ein schönes Fuchsia-Pink und kommt einfach nochmal viel, viel knalliger raus. Und ebenfalls matt, den habe ich auch in einem anderen Video aufgetragen. Und ja, das ist auf jeden Fall voll die Frühlingsfarbe, finde ich. Naja, Frühling und Sommer. Und ja, eine richtig coole Knallfarbe und matt und deswegen eine super coole Kombo und trage ich im Frühling auch sehr, sehr gerne. Die nächste Frage lautet, welches ist dein liebster Frühlingsduft? Und bei mir ist es eigentlich nicht so, dass ich verschiedene Düfte zu verschiedenen Jahreszeiten trage. Deswegen würde ich jetzt eigentlich einfach mal meinen aktuellen Favoriten nennen. Und zwar ist das Green von Byredo. Und vielleicht kann man den als Frühlingsduft bezeichnen, weil der so recht frisch ist und irgendwie, ich nenne es halt immer grün, ist. Aber der ist auch ein bisschen puderig und warm, was halt doch irgendwie auf der winterlichen Seite ist. Also es ist irgendwie so ein Zwischending. Ja, das ist jedenfalls mein aktueller Lieblingsduft und damit eigentlich auch liebster Frühlingsduft. Wenn ich mir aber einen neuen Duft zulegen würde, der dann, ja, mein Frühlingsduft sein sollte, dann wäre das, glaube ich, La Tulipe von Byredo oder Flowerhead von Byredo, weil das sind dann so richtig schön blumige Düfte. Ja, aber aktuell wäre das jetzt Green. Welches Produkt integrierst du in deine Hautpflegeroutine und welches Produkt benutzt du gar nicht mehr? Das finde ich ist eine super interessante Frage, auf die ich leider eine sehr, sehr langweilige Antwort habe. Und zwar verändere ich meine Hautpflegeroutine im Frühling eigentlich überhaupt nicht. Also im Sommer vielleicht höchstens, aber im Frühling bleibt sie eigentlich echt gleich. Also ich habe echt lange überlegt, ob ich doch irgendwas ändere. Ich gucke gerade mein Beauty-Regal an. Aber veränderst du deine Haare oder deine Frisur im Frühling? Das ist bei mir eigentlich nicht so jahreszeitenabhängig, nicht unbedingt, eher so lebenslagenabhängig vielleicht. Es ist nur aktuell so, dass ich so ein bisschen gelangweilt von meinen Haaren bin. Also ich habe sie jetzt so ein bisschen geschnitten zum Beispiel, aber ich habe sie doch immer noch auf der gleichen Länge ungefähr. Ich überlege eigentlich schon lange, ob ich mir mal einen Pony schneide oder zumindest so einen halben Pony, der so hier jeweils so wie so ein Vorhang so ein bisschen an den Seiten hängt. Aber das macht mich dann auch so übelst jung. Also ich sehe ja so schon jung genug aus. Und keine Ahnung, ob das doch nicht irgendwie doof aussieht mit meiner hohen Stirn. Und oder ich überlege auch, die Haare so ein bisschen heller zu haben. Also was eine Sache, die sich haartechnisch im Frühling und Sommer ändert, ist generell die Haarfarbe, weil die halt so ein bisschen heller wird durch die Sonne und so. Die ist jetzt auch so ein bisschen, naja, eine Nuance heller geworden durch die ganze Sonne in Australien. Aber ich überlege, ob ich das selbst so ganz minimal heller mache, also so, dass es dann halt so braun ist und nicht fast schwarzbraun. Keine Ahnung. Ihr könnt mir vielleicht auch so in den Kommentaren schreiben, was ihr so denkt. Die nächste Frage lautet, auf welche Neuerscheinung freust du dich am meisten? Und das ist ja bei Beauty-Marken ganz typisch, dass im Frühling, ganz besonders im April, neue Produkte oder neue Kollektionen gelauncht werden. Und ich glaube, ich habe mich am meisten auf die Dior Summer Collection gefreut, die jetzt im April rausgekommen ist. Die Tie-Dye Collection heißt sie. Und da mag ich ein Produkt ganz besonders, und zwar das New Tan Tie-Dye Edition Powder in der Farbe Coral Sunset. Das ist dieses Puder hier, was super schön allein schon in der Verpackung aussieht. Und auch aufgetragen ergibt es eine super schöne, frische Farbe auf den Wangen, die sowohl halt auch sehr sommerlich ist, aber im Frühling finde ich das einfach schön, zu knalligeren Farben zu greifen. Und deswegen, ja, das ist so stellvertretend für alle schönen, frühlingshaften Farben, die einfach im Frühling rausgebracht werden. Und die Kollektion hat aber auch andere schöne Produkte. Also die Lippenstifte finde ich auch super verlockend und super schön. Aber das ist so, glaube ich, mein absoluter Liebling aus der Reihe und aus den Frühlingskollektionen, die Sommerkollektionen, die im Frühling rauskommen, würde ich jetzt sagen. Ein Produkt, auf das ich mich auch ultra freue, aber noch nicht selbst besitze, ist die Body-Version von diesen Radiance Plus Golden Glow Booster von Clarins. Also wer das Produkt noch nicht kennt, das ist so ein Selbstbräuner, den man tröpfchenweise in die eigene Hautpflege dazu gibt und dann ja aufträgt, und über Nacht erhält man dann so einen richtig schönen Glow und so einen sonnengeküssten Teint. Und das gibt es jetzt ab April als Body-Variante, also eine größere Tube, und das gibt man dann in die Bodylotion dazu. Und das finde ich auch so ultra genial. Also im Frühling ist man ja normalerweise noch nicht so gebräunt und deswegen ist es auf jeden Fall ein Produkt, was super gut zum Einsatz kommen kann. Und da muss ich mir unbedingt mal die Body-Version dazu ansehen.
Kommen wir nun zu der letzten Frage und es wäre auch sehr, sehr verwunderlich, wenn es diese Frage nicht in einem Spring Tag geben würde. Und zwar, welche sind deine drei liebsten Frühlingsnagellacke? Da würde ich auf jeden Fall Essie Blanc nennen. Das ist dieses wunderschöne Deckweiß für die Nägel. Also das ist sowieso die ultimative Farbe für mich für die warmen Jahreszeiten und ja, einfach ohne Worte. Dann habe ich hier die Farbe Majesty von Dior und das ist so ein richtig schön zartes Korall, also sehr pastellig. Und das macht es auch zu einem Frühlingsnagellack, weil wenn die Farbe jetzt ganz knallig wäre, dann gehört das meiner Meinung nach eher zum Sommer. Und so ist es ein schöner, zarter Frühlingslack. Und als letztes habe ich einen Nagellack von Uslu Airlines in der Farbe Berlin Tegel. Das ist so ein richtig schönes, zartes Flieder. Ähnlich wie beim letzten Nagellack macht das Pastellige diesen Lack zu einem ultimativen Frühlingslack. Und ja, ich finde die Farbe auch so schön, also Flieder allgemein, sieht auch auf den Nägeln sehr schön aus und ist auch mal so ein bisschen was anderes als die herkömmlichen typischen Frühlingsfarben, würde ich sagen. Und damit sind wir durch mit den Fragen für den Step into Spring Tag. Nun ist es an der Zeit, ein paar Leute zu taggen, die eventuell auch Lust haben, diesen Tag zu machen. Und ich tagge da Laura von The Limits of Control, Talisa von Blütenschimmer, Jessie Wunderland und die beiden Mädels Lena und Leonie von Consider Cologne. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich bin ganz gespannt auf weitere Videos zu diesem Tag. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!